Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiße Edition mit mir, dem Dalukat. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Blutsauger. Und ja, wir schauen mal, dass wir noch ein klein bisschen leveln und dann gehen wir nochmal auf die Trainerroute. Naglotz! Mein Pokémon ist, glaube ich, immer noch Level 5. Und wir haben das jetzt so gehandhabt mit der Regel, wenn ein Pokémon stirbt, dann sage ich euch, mit welchem Trainer das gekoppelt war. Und wenn dieses Video hier released wurde, könnt ihr das gerne unter das Video des betroffenen Spielers schreiben. Wir sagen es ihm natürlich auch noch. Und in der nächsten Folge, die der betroffene Spieler dann aufnimmt, wird das Pokémon sozusagen sterben. Der Grund, warum wir das so machen, ist, was passiert, wenn ich Folge 4 aufnehme und der andere Spieler aber noch in Folge 2 ist, weil man dafür mal zwei Folgen voraus aufnehmen, dann würde er ja absichtlich dieses Pokémon gar nicht mehr leveln. Das war so eine Sache, die wir so im Kopf gehabt haben. Und das macht natürlich auch Sinn. Deswegen wird das erst gesagt, wenn die Folge online ist. Und als Unterstützung des Ganzen, da dient nämlich ihr. Denn gerade wenn ich jetzt zwei Folgen voraus aufgenommen habe und ich habe vergessen, das Person XY zu sagen, in dem Fall habe ich es jetzt nicht, ich schreibe es am besten demnächst in die Videobeschreibung, welches Pokémon welchem Spieler immer gekoppelt ist, dann seid immer noch ihr mein Backup. Ja, und können das bei den Leuten in die Kommentare schreiben. Ansonsten muss natürlich gesagt werden. Tschick, tschick, tschicki, tschick. So, und wir müssen hier wieder neue Sachen kaufen. Kaufen, Tränke. Oh, Tränke sind ziemlich teuer. Also am besten doch nicht so verschwenderisch damit umgehen. Dann lieber doch öfter mal zurückgehen und heilen. Macht ein bisschen mehr Sinn. Immer diese Naglotz. Ich freue mich schon auf die neuen Pokémon. Also wieder neue Pokémon zu sehen. Ich kenne die ja alle nicht. Was ist ein Zuschuss? Ich weiß, dass man sich die Attacken auch... Ja, genau. Das ist das Ding. Kommt dann eine Random-Attacke raus? Jetzt habe ich ja Silberblick eingesetzt. Oder, Moment, nutze ich dann eine Attacke von ihm? Aber ich habe doch selber auch Silberblick, oder? Nee, habe ich nicht. Alter, es hat den eisernen Blick. Nochmal Silberblick? Okay, aber dann stirbt's, ohne dass meinem Pokémon irgendwas passiert ist. Fantastisch. So, schön weiter leveln. Da kommt auch schon direkt das nächste Pokémon. Ein weiteres Naglotz. Okay, warum hält das? Das tackelt mich weg. Das macht 6 Damage. Nehme ich. Ne, jetzt habe ich mir wieder keinen kritischen Treffer erlauben. Das ist ganz schön blöd, worauf man immer aufpassen muss. Das ist halt aber einen harten Tackle. Hier wäre vielleicht Biss ganz gut gewesen. Ne, aber auch so reicht das voll und ganz. So, jetzt könnte ich entweder schon wieder direkt zurücklaufen oder ich versuche noch einen Angriff durchzubringen und dann auszuwechseln. Kommt noch das Level des Pokémons an. Level 5, wir sind da Level 7. Wie viel macht ein Kratzer von mir? Okay, und jetzt ein Kratzer von ihm. 3, okay, kritisch wird es mich halt töten. Und dann wechsle ich direkt wieder auf Yorklef. Das tötet es dann direkt. Tackle. Kein Biss. Jetzt macht es natürlich nur Heuler. Da hätte ich auch noch weiter angreifen können, aber das kann ich natürlich nie wissen. Und dann traue ich mich mal auf die Trainer Road. Und gucke, welches Level da die anderen noch haben.
Da werde ich aber dann Yorkleff nach vorne setzen. Nee, werde ich nicht. Werde meinen Pokémon vorne lassen. Mein Lieblingsbesuch momentan im Pokécenter. Und wir gehen mal auf diese Trainerstraße. Obwohl der erste Trainer ja schon gar nicht so schwach war. Hier ist nämlich wirklich die Hölle los. Und hier ist überall was für Zerschneider. Ich weiß gar nicht, wann man den lernt. Also ist ja wirklich hier schon sehr, sehr früh. Teenager Julian. Drei Pokémon an der am Start. Guck mal, die sind Level 7. Weißt du, was ich meine? Die sind echt nicht schwach hier. Wir kratzen es mal an. Biss dürfte ja nicht so effektiv sein, aber es war trotzdem ein Crit. Okay, aber damit kann ich noch kurz ein bisschen weitermachen. Ja, okay, jetzt aber nicht critten. Das zweite Mal gekrittet damit. Ich nutze einen Trank. Ja, ich weiß, vielleicht blöd. Vielleicht ist das auch alles Waste, aber ich will das Pokémon gerade so lange wie möglich im Kampf haben, damit es halt mehr EP bekommt. Jetzt tackelt es natürlich, von daher war das schon mal gar nicht schlecht. Es hat 7 Damage so gemacht. Das heißt, ein Volltreffer müsste, keine Ahnung, 12 machen. Das wäre noch in Ordnung. Biss ist erstmal gut. Jetzt ein kritischer Tackle und ich wäre weg. Boah, das riskiert. Oh Gott, ich gamble schon wieder zu krass. Okay, es macht nochmal Biss. Jetzt kann ich es auch noch auswechseln. Okay, und ein Silberblick. Sehr angenehm. So. Da ist mein Pokémon schon mal Level 7 geworden. Ein weiteres. Kann ich das eigentlich beißen? Weil es ist ja nicht Unlicht. Ja. So, ein Tackle. Das geht klar. Tackeln können wir auch. Das hat jetzt nur mein Yorkleff besiegt. Deswegen ist er schon Level 10. Und als letztes kommt auch noch ein Yorkleff. Und das ist Level 7. Kann das mit Level 7 schon Biss? Ich bin mir gar nicht so sicher. Oh! Und ich denke, als nächstes gehen wir dann die Arena an. So, jetzt gehen wir zurück und heilen. Wir müssen ja die Katze auch weiter leveln. Obwohl die vom Level halt eher schon... Ah, das Problem ist, die Katze macht irgendwie keinen Schaden bis dato. Ich hoffe, da kommt noch eine Fähigkeit, die ein bisschen mehr Sinn macht. Also jetzt in nächster Zeit halt auch schon. Und wieder auf die Road. Du, du, da, di, du, du. So, 1, 2, können wir jetzt vielleicht da ein bisschen was sehen. Da unten ist ein dicker Stein, den muss man da drauf schieben. Der sieht mich gerade nicht. Ich will nur erst gucken. X-Abwehr. Und ansonsten ist hier zu. Das heißt, es gibt 3 Trainer nur hier. Okay, das heißt, das ist auch mein letzter Trainingspartner hier. Und der dreht sich geschickt weg. Sein Vorteil gegen Pokémon ist übers Feuer. Gegen bla bla bla. Warte, Moment. Sodamark. Ah, kann ich leider nicht benutzen. Kann ich nur für Bank packen. Danke. Einer hat mir Sodamark geschenkt. Das ist natürlich genial für Wassertrainer. Sodamark, Bericht, ist es Wasser, oder? Ja, ja, Typ Wasser. Level 10? Alter, Wassertrainer kriegt einfach ein Level 10 Pokémon geschenkt? Ja, ich muss es ja gerade nicht benutzen. Also ansonsten kommt es gleich, wenn ich das nächste Mal ins Pokécenter gehe, direkt auf die Bank.
Ja, dann haben wir Level 10 Pokémon dabei. Nice. Okay, das leveln wir hier gut weg. Und ein Yorkleff wieder. Okay, gegen den kann man wenigstens gut trainieren. Aber die EP reicht nicht, weil es nur Level 4 ist. Moment! Wie viel Damage hat mir das jetzt gemacht mit zwei Angriffen? Okay, Silberblick. Boah! Ich hab das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also mein York-Level bin ich mit dem Level halt schon sehr zufrieden mit. Also der Trainer ist Level 14. Das bedeutet, so Level 12 wäre ja ganz gut. EP hat es nur bekommen, obwohl es so viel Schaden gemacht hat. Anstrengend. Aber wichtig. Ich muss ja erstmal überhaupt schauen, wo der Trainer ist. So, Sodamak kommt natürlich gleich auf die Bank. Als kann ich eh nicht benutzen. Aber herzlichen Glückwunsch, Mr. Wassertrainer von uns. Ich glaube, Dadosch ist Wasser. Moment. Ich glaube, du kriegst immer den geschenkt, der gegen dein anfällig ist. Kann das sein? Also, ich habe ein Pflanzen-Pokémon, bekomme dafür Wasser. Das heißt, wenn ich ein Feuer-Pokémon start habe, kriege ich dann Pflanze. Das hätte ja auch sein können. Dann wäre es wieder fair. Wenn ich selber voll verstehe, es tut sich gegen den Punkt. Du sollst dir also einen passenden Gegenstrategie überlegen. Also ich erwarte dich drin. Alles klar, das heißt, er wird Feuer haben. Ich will erstmal nur reingucken. Kann ich das? Man kann hier was kaufen. Hey, ich will eigentlich noch gar nicht kämpfen. Ich hoffe, ich werde nochmal gefragt. Hallo, ich helfe dir mal einen Trainer. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du dich hier für dich. Tafel Wasser? What? Medizin. Vielen Dank. Willkommen. Hallo. Unser Angebot ist auf die Vorlieben der Arena angepasst. Und was ist das Angebot? Keine Ahnung, ey. Ich will noch keinen Arena-Kampf machen, gerade. Aber schade, dass das schon vorbei war mit Trainer zum Trainieren. Das hat mich jetzt nicht so weit gebracht, wie ich gehofft habe. Schön weiter kratzen, schön weiter kratzen. Jetzt müsste es down gehen, hoffentlich. Damit haben wir den Kampf auch alleine gewonnen. Boah, warum levelt es so langsam? Habt ihr einen Tipp für mich für die erste Arena? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unter das Regelwerk-Video. Welches Pokémon nehme ich denn für die erste Arena am besten mit und welches Level sollte es haben? Muss ich hier noch weiter grinden? Macht es Sinn, wenn ich hier noch weiter grinde? Level 4, es gibt ja wieder auch keine EP. Heuler. Okay, nochmal Heuler, da muss ich aufpassen nach dem nächsten Angriff.
Aber... ja. 30 EP. Diesmal nehme ich einen Trank. Sinelbeere, Finsterball, Trank. Ein schönes Wasser mit hohem Mineral, das die KP eines Pokémon 50 auffüllt. Also ein dicker Trank. Okay, das heißt, in der Arena bekomme ich noch einen schönen großen Trank. Sehr nett. Aber wie level ich jetzt am besten mein Pokémon? Also jetzt wird es Level 8, das ist ja noch okay. Aber dann sind die Pokémon ja wirklich immer zu low. Ich hoffe, dass ich halt mit Level 8 einen guten Angriff bekomme, damit ich ja auch schneller vorankomme. Silverblick. So, nach dem Kampf könnte Level 8 wenigstens drin sein. Gib mir doch wenigstens einen richtigen Angriff. Dann noch ein Silverblick. Und Kratzer. So, Level 8 sind wir. Ja, jetzt kommt natürlich instant ein neuer Gegner. Aber mitnehmen müssen wir es ja eh. Oh, Level 7, guck mal, das könnte sogar EP geben, wenn ich jetzt nur einen Angriff hätte. Ich möchte einmal diesen Zuschuss nehmen. Jetzt setze ich Silberblick ein. Es tackelt direkt. Tackle, er ist so... Tackle ist schon nice. Besser als so ein billiger Kratzer. Obwohl das ein Volltreffer war. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Irgendwie nach Schnüffler geht das Ding immer richtig steil. Okay, noch ein Schnüffler bringt ja nichts. So. Okay, das hat relativ viel EP gegeben. Also oft, wenn die Pokémon das gleiche Level haben, geht das sogar relativ fix. Ich wollte jetzt nochmal links rausgehen, aber da war kein hohes Gras mehr, glaube ich. Nee, hier ist nichts, 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 wogegen ich kämpfen könnte. Ach, schade. Und diese Trainerstraße, da gibt es nur drei. Und ich glaube, dass man wirklich immer Soda mag, das andere mag und Magma mag bekommt, abhängig davon, welchen Starter man hat. Das heißt nicht, der Wassertrainer bekommt keinen Wasserstarter. 4-Level-Unterschied, das gibt also wieder nichts. Und ich brauche trotzdem drei. Drei Angriffe. Aber wir nähern uns Level 10. Reicht denn Level... Reicht Level 10 überhaupt? Das ist die Frage. Oder ist das für die Arena zu low? Ich glaube nämlich, dass das noch ein ganz harter Weg wird. Wenn am Anfang gefragt wurde, welchen Starter ich habe, glaube ich irgendwie, dass es den Starter kontert. Bedeutet, wenn ich mit einem Pflanzen-Pokémon reingehe, glaube ich, dass der erste Arena-Dude ein Feuer-Pokémon an den Start legt. Und das macht es natürlich jetzt nicht geiler, muss ich sagen. So, ich heile meine Pokémon und dann haben wir auch schon wieder fast 20 Minuten rum. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Kann sein nämlich, dass ich eure Hilfe benötige. Ich spreche jetzt noch einmal kurz mit den Dudes hier, die hier stehen. Vielleicht hat irgendeiner einen Tipp für mich. Aber ich glaube nicht. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.